Hallo Volleyball-Freaks da draußen. Das Jahr 2020 hat begonnen und es wird wieder ein geiles Volleyball-Jahr. Und welche Highlights dies hier anstehen, verrate ich dir in diesem Video. Bleibt also dran. Willkommen zurück und wir legen auch direkt schon los. Ja, Mitte Januar, wo das Video jetzt hier gerade aufgenommen wird und das erste Highlight ist eigentlich schon gelaufen und zwar die Olympiaqualifikation unserer Damen- und Herren-Nationalmannschaften. Die Herren in Berlin, starkes Turnier bis ins Finale, wo sie leider an noch stärkeren Franzosen letztlich gescheitert sind. Und ähnlich ist es leider auch unseren DVV Schmetterlingen in den Damen ergangen in Apeldoorn. Die haben auch ein sehr starkes Turnier bis ins Finale gespielt, wo sie aber eben dann letztlich klar und deutlich gegen die Türkei 3-0 verloren haben und somit auch Tokio 2020 leider verpasst haben. Nichtsdestotrotz haben wir kräftig die Daumen gedrückt, geile Spiele gesehen. Ja, und macht auf jeden Fall Bock auf mehr für die Zukunft, weil gerade viele junge, talentierte Spieler auch hochkommen in der Nationalmannschaft. Nichtsdestotrotz, der Blick geht nach vorne und ich sehe da schon den 16. Februar vor mir. Das nächste Highlight und zwar das DVV-Pokalfinale. Ja, steht eigentlich schon bei vielen von euch fix im Kalender, aber wer es noch nicht kennt, packt es euch rein. Und zwar sind dort bei die beiden Finalspiele aus dem deutschen Pokal. Bei den Herren sind es dieses Jahr die Berlin Recycling Volleys gegen die SWD Power Volleys aus Düren. Favoritenrolle ist klar hier bei Berlin, wobei man Düren nie unterschätzen darf. Das ist echt eine charakterstarke Mannschaft mit vielen erfahrenen Typen. Aber auch gleichzeitig ein paar junge Wilde, die auch mal das Spiel noch mal an sich reißen können. Zuletzt gesehen gegen United Volleys 0-2 zurückgelegen und dann haben die Jungen komplett aufgedreht. War schon ein geiles Spiel. Weiter geht's auch bei den Damen. Amtierender Meister MTV Allianz Stuttgart gegen den Dresdner SC. Guckt man sich Tabelle an, sind die ein bisschen näher zusammen, aber trotzdem klare Favoritenrolle hier auch bei Stuttgart. Aber wir werden sehen, ein Alles- oder Nichts-Spiel kann immer auch natürlich alles passieren. Ja, MTV Stuttgart hat natürlich was gut zu machen für die Pokalniederlage aus dem letzten Jahr. Gleichzeitig kann der Dresdner SC vielleicht seinen Pokal für den Erfolg wiederholen. Wir werden es sehen. Ich bin auf jeden Fall dabei mit meinem Team und berichte wieder live vor Ort von euch. Weiter geht's. Dann geht es natürlich irgendwann im März, kommen die Playoffs der Bundesliga mit den Finalspielen am Ende. Wenn ihr da die Chance habt, schaut auf jeden Fall vorbei. Die Termine genau kann ich euch jetzt noch nicht sagen. Das richtet sich dann immer von dem Verlauf der Playoffs ab. Aber ihr werdet sie auf jeden Fall auch wahrscheinlich gut in den Sport 1 Live-Übertragungen verfolgen können. Das absolute Hallenvolleyball-Highlight hier in Deutschland, was du noch sehen kannst, sind die Superfinals in Berlin am 16. Mai in der Max-Schwening-Halle. Was sind die Superfinals, wenn ihr es noch nie gehört habt? Und zwar kommt da die Crème de la Crème des europäischen Spitzenvolleyballs zu uns nach Deutschland wieder zum zweiten Mal, eben aus der Volleyball Champions League. Ihr habt zwei Spiele an einem Tag mit einem geilen Event-Rahmenprogramm, was dort in Berlin immer auf die Beine gestellt wird. Also wenn ihr die Chance habt, besorgt euch Karten, fahrt dahin und habt einen geilen Volleyballtag. Ich persönlich kann wahrscheinlich nicht dabei sein wegen Terminkollisionen. Ich ärgere mich da echt tierisch drüber, aber gut. Man kann es nicht ändern. Vielleicht klappt es nächstes Jahr, wenn sie dann hoffentlich auch nächstes Jahr wieder da sind. Mai, dann wird es wieder warm, dann geht die Beachsaison los. Und natürlich haben wir dann auch wieder die deutsche Techniker-Tour unterwegs. Die startet am 8. Mai bis 10. Mai in Münster. Alle deutschen Techniker-Tour-Stops packe ich euch hier rein. Seht ihr jetzt hier eingeblendet, sind vier deutsche Städte zum Anfang und dann geht es an die Strände. Und das Finalturnier im September ist natürlich auch auf deutscher Ebene immer ein absolutes Highlight und steht bei vielen deutschen Beachvolleyball-Freaks im Kalender. Wenn ihr noch nicht da wart, absolute Empfehlung, fahrt mal nach Timmendorf. Mega geile Stimmung, mega geiles Event. Immer eine Reise wert. Kann man auch sehr gut mit einem Strandurlaub eine Woche vorher oder nachher verbinden. Dann habt ihr vielleicht die Freundin und den Freund noch mit eingefangen und auch ein bisschen geilen Volleyball gesehen. Aber vor Timmendorf kommen noch ein paar andere Beachvolleyball-Highlights auf der höheren Ebene. Direkt nach den Superfinals könnt ihr Mitte Juli in Gstaad die Beach Major Series euch anschauen. Beach Major Series sind im Prinzip die höchst dotierten Beachvolleyball-Turniere in der Welt. Und dann kommt natürlich auch die Elite aus
aller Herren Länder zusammen und zeigt dort den geilsten Beachvolleyball ever. Und Gstaad ist was ganz Besonderes, weil es halt in der Schweiz stattfindet, in den Bergen, und das Panorama ist einfach einzigartig, ja. Und das Turnier steht bei mir auch auf jeden Fall noch ganz oben auf der Liste, wo ich mal vorbeischauen will und auch richtig geile Fotos machen will. Also die Fotos, die ich bis jetzt aber gesehen habe, sind der Hammer. Und was will man mehr? Geiler Volleyball, geile Fotos. Ja. Also, wenn ihr um die Ecke geilen Beachvolleyball sehen wollt, Gstaad, Schweiz, top. Direkt danach, 24.07. bis 9.08. das absolute sportliche Highlight dieses Jahres. Also höher geht's nicht, die Olympischen Spiele in Tokio. Beachvolleyball haben wir einige heiße Eisen im Feuer. Tole Wickler, Laura, Maggie, auch Julia und Carla sind dabei, die da Medaillenchancen haben. Werden sehen, wer es am Ende macht, ob es jemand macht. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Die Herren- und Damen-Nationalmannschaften der Halle sind leider ja nicht dabei. Aber gut, auch da gibt es geilen Volleyball, dann eben von den anderen Ländern. Direkt nach Olympia könnt ihr in Wien vorbeischauen. Da ist noch ein Beach Major Series Turnier. Ich war letztes Jahr da. Also, was da das Publikum abreißt an Stimmung und feiert da den Beachvolleyball. Also, das war echt ein Erlebnis. Und das Eventgelände ist natürlich auch der Hammer da. Also, wenn ihr da die Chance habt, verbindet Wien mit einem geilen Städtetrip, hängt davor 2, 3 Tage dran und ihr habt einen geilen Urlaub mit Volleyball auch verbracht, beziehungsweise Beachvolleyball. Und von Wien gehen die Beachvolleyball-Profis direkt rüber nach Hamburg, und da findet dann direkt im Anschluss das nächste Beachvolleyball-Turnier statt, vom 19.08. bis 23.08. Letztes Jahr hatten wir die Weltmeisterschaften dort, war eine mega fette Beachvolleyball-Party. Major Series macht es nicht weniger fett, ja. Und da dann die dem deutschen oder die internationalen Spitzenteams da sind, seht ihr auch wieder geilen Volleyball, und das for free. Ja, also es gibt zwar bezahlte Plätze, wenn man nicht in die Schlange stellen möchte oder früh aufstehen möchte, kann ich jedem empfehlen, für die echten Hardcore-Beachvolleyball-Fans sich da die Plätze zu holen. Ansonsten kommt ihr natürlich auch for free rein, und da wird auf jeden Fall wieder eine geile Party stattfinden. Damit sind wir auch schon wieder am Ende. Ich hoffe, ihr habt euch jetzt einige Termine notiert für euren Terminkalender. Und wenn wir uns sehen, sprecht mich an. Ich freue mich immer, ein paar Fans kennenzulernen, die hinter den krassen Zahlen auf Facebook, YouTube, Instagram stehen, damit ihr nicht nur Zahlen bleibt. Und ich würde mich freuen, wenn du da draußen in einem nächsten Video wieder einschaltest. Bis dahin, euer Volleyball-Freak Steffen. Tschö mit Ö!